are the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it. Der E-Crafter ist der erste große Elektrotransporter von Volkswagen-Nutzfahrzeugen. Als Minuspunkt für elektrische Transporter wird relativ häufig die Infrastruktur genannt. Das stellt aber eigentlich kein Problem dar, denn auf dem Betriebshof oder auf dem Firmengelände kann ein E-Transporter oft über Nacht geladen werden. Im Herbst 2018 wurde der E-Crafter vorgestellt. Das frontgetriebene Transportermodell von VW ist rund 6 Meter lang, knapp 2,60 Meter hoch, bietet in der hier vorgestellten Version eine Nutzlast von etwas mehr als 900 Kilogramm. Er tritt an in der Klasse 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Vor Markteinführung führte die Nutzfahrzeugsparte von VW im Vorfeld eine Mobilitätsanalyse durch mit 210.000 Fahrprofilen von mehr als 1.500 Kunden. Das Ergebnis dieser Analyse war, dass das Gros der Fahrer mit einem Transporter täglich lediglich zwischen 70 und 100 Kilometern zurücklegt. In dieses Anforderungsschema passt der E-Crafter, der im winterlichen Betrieb es maximal auf rund 120 Kilometer Reichweite bringt, bevor er wieder an die Ladesäule muss. In Betrieb nehmen kann man den elektrisch betriebenen Crafter nur, wenn der Fuß auf der Bremse steht und wenn der Fahrer angeschnallt ist. 100 kW ist gleich 136 PS, bringt der E-Motor des elektrisch angetriebenen Crafter. Das maximale Drehmoment liegt bei 290 Newtonmeter. Etwas überraschend ist die erreichbare Höchstgeschwindigkeit. Sie liegt bei gerade einmal 90 km/h und damit unter Landstraßentempo. Das Ladevolumen des 2,59 Meter hohen Hochdachkastenwagens liegt bei 10,7 Kubikmetern. Wichtig ist die Durchladebreite zwischen den Radkästen, sie liegt bei 1,38, ebenso wie die Laderaumhöhe von 1,86 Meter. Im Kofferaufbau ist Platz für 4 Europaletten, die maximale Zuladung liegt knapp über 900 Kilogramm. Die Lithium-Ionen-Batterie des Crafter befindet sich unterhalb der Ladefläche. So wird der Laderaum nicht eingeschränkt. Auf den Stromspeicher gibt VW eine Garantie von 10 Jahren. So lange sollen mindestens 70% der vollen Ladeleistung zur Verfügung stehen. E-Crafter gibt es lediglich mit mittlerem Radstand L3 und mittlerem Hochdach H3. Er ist frontgetrieben und als Kastenwagen wahrscheinlich die beste Wahl für Handwerksbetriebe. Mag man über die Reichweite und die erreichbare Höchstgeschwindigkeit des dreisitzigen E-Transporters meckern, so ist eines jedoch klar, auch der E-Crafter schafft einen zügigen Ampelstart und kann im Stadtverkehr mühelos und flink mitschwimmen. Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen gehört eine Umfeldbeobachtung mit City-Notbremsfunktion, die Rückfahrkamera sowie ein Spurhalteassistent. Die Verkehrszeichenerkennung gibt es gegen Aufpreis. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too. An einer CCS-Ladestation mit 50 kW kann die Batterie unter idealen Bedingungen nach rund einer Dreiviertelstunde wieder zu 80% geladen werden. Mit einer Wallbox mit 7,2 kW soll der Akku in gut 5 Stunden wieder voll sein. Ab 53.900 Euro netto ist der E-Crafter zu bekommen. In der Version als Testwagen
liegt er mit einigen Sonderausstattungen bei rund 59.200 Euro. Yeah, promise I won't forget.